So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn es geht heute um Mein Blind Date mit dem Leben. Ein weiterer Film diese Woche, der auf wahren Begebenheiten beruht und was der Film kann, vor allem weil er halt eine deutsche Komödie ist, die es in Deutschland immer ein bisschen schwer haben, was die Kritiken angeht, das erfahrt ihr jetzt. Salih steht kurz vor seinem Abitur, doch plötzlich merkt er, dass er immer schlechter sieht. Schlussendlich stellt sich dann heraus, dass er dann nur noch 5% seiner Sehkraft hat und er möchte aber trotzdem irgendwie das Abitur schaffen und auch nicht auf eine Behindertenschule gehen. Dementsprechend kniet er sich richtig rein, schafft sein Abitur und ja, sein großer Traum ist, in einem Hotel, in einem Restaurant zu arbeiten. Das Ding ist bloß, blind oder fast blind ist das echt schwierig und er stellt massenhaft Bewerbungen oder Anfragen, ob er ja eine Ausbildung machen kann, kriegt nur Absagen. Dann macht er aber eine Bewerbung beim Bayerischen Hof in München, wo er dann nicht reinschreibt, dass er eine Sehbehinderung hat und ja, wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen, schlussendlich dann später auch genommen. Doch jetzt kommt das große Ding, wie besteht er diese Ausbildung? Also wie schafft er es, dass er ohne wirkliches Sehvermögen diese Ausbildung bestehen kann? Glücklicherweise hat er gute Freunde und seine Schwester an seiner Seite, die ihn unterstützen. Schauspielerisch ist der Film wirklich gut besetzt, kann man nicht anders sagen. Es sind viele namhafte deutsche Schauspieler, die man sowohl aus Film als auch Fernsehen kennt dabei. Einige werden auch die Schwester von Salih kennen, nämlich Darum bzw. Nilam. Die spielt die Schwester und das auch wirklich cool. Und die hat man ja schon so immer wieder mal im Fernsehen gesehen und jetzt halt auch wirklich im Kino. Und das ist durchweg überzeugend und schauspielerisch ist insgesamt bei dem Film alles gut gemacht und Kostja Ullmann kann hier auch als Salih wirklich überzeugen. Und ja, deswegen komme ich jetzt zur Technik. Technisch ist der Film wirklich gut produziert, grundsolide, kann man nicht anders sagen. Es gibt immer mal wieder so ein paar Einblicke, wie Salih wirklich sieht, also wie verschwommen und ja, wie schwer wahrnehmbar er die Welt sieht. Und ja, dementsprechend schöne Musikuntermalung, gibt's nichts zu meckern, ist gut gemacht. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Mein Blind Date mit dem Leben ist wirklich gut geworden, nicht nur der Trailer, sondern auch der Film. Denn der Trailer zeigt nur einen kleinen Bruchteil am Anfang des Films, aber was dann später kommt, das wird nicht gezeigt und das ist wirklich genauso gut wie der Trailer. Es ist schön erzählt, man begleitet Salih sozusagen durch seine Ausbildung am Bayerischen Hof. Mit Rückschlägen, mit Liebe, das funktioniert alles wirklich gut und dementsprechend kann ich den Film euch wirklich nur empfehlen. Schauspielerisch auch echt gut geworden, technisch ebenso und ja, es macht einfach Spaß im Kino. Der Film ist wirklich auf der einen Seite lustig, mit immer mal ein paar guten Witzen drin. Auf der anderen Seite ist er rührend, weil es halt wirklich eine wahre Geschichte ist. Klar ist die Geschichte transportiert worden von Hamburg nach München, weil der echte Salih, der war halt in Hamburg in einem Restaurant und nicht in einem Hotel und nicht in München. Dementsprechend, aber es funktioniert wirklich trotzdem gut. Und ja, der Film macht einfach Spaß. Dementsprechend könnt ihr euch den definitiv anschauen. Das war's soweit mit meiner Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei, um weitere Kritiken und Videos zu sehen. Lasst auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos auch mehr zu verpassen. Mit der Glocke werdet ihr immer benachrichtigt. In diesem Sinne war's das. Bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao.